kann ich ganz einfach in die GoPro-App gehen. Geht hier auf Kamera und jetzt kommt das Highlight. Ihr habt eine direkte Live-Verbindung über die Action-Cam mit eurem Handy. Servus meine Freunde und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, ich habe euch ja im letzten Video auch schon gesagt, ich werde mir demnächst eine neue Action-Cam bzw. eine neue GoPro holen oder meine erste GoPro eigentlich. Und ja, ich habe sie jetzt spontan gekauft, muss ich sagen. War gerade im Angebot, glaube ich, war das, ja. Die war gerade im Angebot und ich habe ja schon länger gesucht nach einer GoPro, auch auf eBay Kleinanzeigen. Und da sind die Preisvarianten oder die Preisgestaltung jetzt kein großer Unterschied gewesen, zu einem Großhändler zu fahren wie Mediamarkt oder Saturn, um mir da eine zu holen. Also es hat sich vom Preis nicht viel gemacht. Meistens war zwar günstiger, vielleicht so um die 40 Euro günstiger auf eBay Kleinanzeigen, aber dafür hätte ich 200 Kilometer Anfahrt gehabt. Also wäre ich im Nachhinein wieder teurer weggekommen, als wenn ich sie direkt bei uns im Großhandel, also Mediamarkt oder so, gekauft hätte. Deswegen habe ich sie mir jetzt, wie gesagt, beim Mediamarkt gekauft, mit meinem eigenen Geld. Das heißt, es ist nicht irgendwie gesponsert worden oder so, sondern ich habe sie mir selbst gekauft mit meinem eigenen Geld. Und ich wollte euch einfach mal kurz zeigen, warum ich mir genau die 5er geholt habe, weil das ist die GoPro Hero 5 und nicht die 6er oder die 4er oder eine komplett andere. Ja, der einfache Grund ist der gewesen, ich hatte damals eine Action Cam mir gekauft für rund 50 Euro, glaube ich. Das Problem ist, ich finde die jetzt leider auch gerade gar nicht mehr, sonst hätte ich die gerne im Video euch gezeigt. Auf jeden Fall weiß ich noch, das Modell, das war eine Qmox, glaube ich, hieß die. Qmox SJ4000, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich verlinke euch die auch mal unten dann in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall habe ich mir die damals gekauft für knapp 50 Euro. Sie konnte zwar Full HD aufnehmen und musste ich mir noch externe Speicherkarte holen. Also ich war ungefähr mit allem, mit Speicherkarte, neuen zusätzlichen zwei Akkus habe ich mir geholt, plus die Action Cam selber, war ich bei rund knapp 80 Euro oder so. Und es ist vergleichbar viel, viel günstiger als jetzt eine GoPro, weil GoPro ist ja eigentlich Marktführer von Action Cams. Was will man für 80 Euro erwarten? Die konnte zwar Full HD in 30 FPS, also 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen, oder 25, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall eins von den beiden. Und sie war in der Hinsicht eigentlich gar nicht so schlecht von der Qualität. Aber der größte Nachteil, warum ich dann nicht mehr mit der arbeiten konnte, ist, wenn ich die Qmox, also meine Actioncam, irgendwie angeschlossen habe an meinen Motorradhelm oder irgendwie hier für einen Mix zum Aufnehmen, dann ist das Problem, man hat hier vorne eine LED-Leiste oder eine LED-Punkt gehabt, dann sieht man, wann die aufnimmt. Das Problem war irgendwie bei meiner, ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so war, manchmal war es halt so bei mir, dass ich nicht mehr wusste, nimmt die jetzt auf oder nimmt die nicht auf oder was ist jetzt gerade mit der. Und ich habe die meistens, wenn ich einen Mix aufnehme hier drüben, habe ich die meistens an der Decke oben so hängen. Und das Problem ist, dann wusste ich nie, nimmt die jetzt auf oder... Also ich wusste eigentlich, ich konnte mich nicht so ganz verlassen auf diese Kamera, auf diese Action Cam. Deswegen musste ich jetzt mal, wie gesagt, eine neue kaufen, und zwar die GoPro. Ich habe jetzt lange überlegt, ob ich mir auch die 6er holen soll, aber die wäre, glaube ich, nochmal 120 Euro teurer und hat jetzt nicht großen Unterschied zu einer 5er. Und die 5er war, wie gesagt, gerade im Angebot bei uns. Und ja, ich habe mir die jetzt nochmal genau auch angeschaut, irgendwelche Reviews und Unboxing und sowas. Deswegen wird es auch hier kein Unboxing sein, weil ihr seht ja, ich habe sie ja schon ausgepackt. Ihr seht auch gleich noch einen kleinen Testaufnahme, wo ich gestern beim Motorradfahren war. Wir waren 11 Leute. Es ist eine richtig geile Tour gefahren und da habe ich die jetzt einfach mal mitgenommen, habe die an meinen Helm angeschlossen und habe mal ohne irgendwas einzustellen, also ich habe die so gelassen, wie sie ist, keine irgendwie manuelle Belichtung oder Weißabgleich, sondern ich habe die einfach so gelassen, wie die Grundeinstellung ist, und habe einfach mal aufgenommen. Und ich war echt krass überrascht, was für eine krasse Qualität aus dieser kleinen Kamera hier kommt. Da wundert es mich nicht, warum die Marktführer sind oder warum die so viel Geld verlangen, weil man hier einfach für das Geld echt Qualität bekommt. Genau, aber das Problem war, wo ich mir die gekauft habe, man braucht auch eine passende Speicherkarte. Habe ich mir jetzt leider nicht dazu geholt, weil ich gedacht habe, ich habe noch eine daheim. Ich habe eine 32 GB Speicherkarte gehabt, habe die reingetan, die wurde auch sofort gelesen. Das Problem ist, ich konnte insgesamt nur in Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde konnte ich nur, ja, knapp 15-16 Minuten aufnehmen, obwohl die 32 GB groß war. Ich weiß jetzt nicht, ob es
ob es an der Speicherkarte lag oder ob es an den Einstellungen lag, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es schon krass, was die an Speicher braucht. 4K habe ich leider noch nicht aufgenommen, weil ich keine passende Speicherkarte dafür hatte. Aber ich habe mal eine kurze Full-HD-Aufnahme gemacht, die blende ich euch später mal ein, damit ihr mal sehen könnt, was ich meine, warum die so krass ist. Größter Vorteil, warum ich mir die überhaupt gekauft habe, ist jetzt abgesehen von der Qualität oder von den ganzen WLAN-Sachen, was da alles verbaut ist. Und zwar hat man hier auf der Vorderseite, ich zeige euch das mal kurz, und zwar hier vorne seht ihr ein kleines Display. Und es ist halt ziemlich praktisch, wenn ich jetzt irgendwie die Kamera so an der Decke habe und aufnehme, dann kann ich von unten hinschauen und sehe, ah, sie nimmt auf, wie lange schon, wie viel Akku habe ich noch und wie viel Speicher habe ich noch, glaube ich, oder wie lange die Laufzeit noch ist oder wie lange ich noch aufnehmen kann. Es ist halt so viel angenehmer, damit zu arbeiten, weil wie gesagt, wenn ich die an die Decke hänge, kann ich einfach von unten schnell hochschauen, ah, ich habe sie jetzt gestartet, sie läuft und fertig. Dann der zweite Punkt, warum ich mir die gekauft habe, also es musste eigentlich die 5er sein, die 4er hatte das, glaube ich, noch nicht. Und zwar erstens, die ganzen Details, wie groß das Display ist, müsst ihr leider in YouTube nachschauen. Weiß ich jetzt nicht auswendig, weil ich will ja hier kein Unboxing machen, sondern ich will euch ja erklären, für was ich das alles hernehme und welchen Grund das alles hat, warum ich das alles kaufe. Aber wie gesagt, es geht auch um das Display hier. Es ist komplett touchfähig, das heißt, ihr könnt alles mit den Fingern bedienen und das ist halt natürlich ultra angenehm. Das heißt, ihr habt es nicht mehr wie bei den anderen Kameras. Moment, ich habe hier noch eine 3er GoPro und zwar ist die von meinem Kumpel, die hat er mir mal ausgeliehen. Ist natürlich die Qualität auch Welten entfernt. Ja, die sieht schon ein bisschen verranzelt aus. Und zwar, das ist ja die 3er, Moment, ich fokussiere wieder. Das ist ja die Hero 3. Das Problem ist, wie ihr sehen könnt, hier ist kein Display verbaut hinten. Das heißt, ihr könnt nicht mit per Touch irgendwas einstellen oder rumspielen oder irgendwelche Korrekturbelichtungen anpassen, sondern ihr habt eigentlich keine Möglichkeit, außer durch diesen Knopf hier, wo ist denn der? Nur durch diesen Knopf hier und auf der oberen Seite hier. Also hier könnt ihr eigentlich nur die Sachen dann einstellen bei der 3er. Hier hat man nochmal das kleine Display drin, wo man sehen kann, ob man aufnimmt oder nicht. Es ist schon gut gewesen, aber natürlich haben sie jetzt sich was überlegt, weil heutzutage die ganzen Sachen ja per Touch funktionieren. Deswegen haben sie bei der GoPro auch ein Display verbaut, wo man einfach per Touch alles einstellen kann. Und ich finde es halt ultra angenehm, damit zu arbeiten, wie gesagt. Und genau, dann seht ihr hier sogar, habe ich so eine Öffnung gehabt oder habe so einen Schiebemechanismus gehabt. Den habe ich mir weggebaut. Der einfache Grund ist, warum ich sie mir auch gekauft habe, ist, dass ich damit Motorvlogs machen kann. Das heißt, ich auch vom Motorradfahren aus Videos zu drehen mit einem Mikrofon. Und sobald diese Klappe drauf ist, konnte ich kein Mikrofon anstecken. Das war halt dann das Problem, ja, wie soll ich dann reinreden, euch ein bisschen was erklären, wo ich gerade bin oder mit wem ich war oder sonstiges. Deswegen konnte man das ganz einfach hier rausschieben, abziehen und schon hat man hier die Seite offen und kann somit auch das Mikrofon einfach anschließen. Und auf der Seite kann man auch noch laden, das heißt, es ist jetzt bei mir immer offen, ich kann wie gesagt alles anschließen und ist halt viel praktischer als jedes Mal hier diesen Mechanismus aufzumachen und wieder zuzumachen. Und genau, USB-C unterstützt es auch richtig geil, also schnelles Laden. Ich habe ja ein Samsung-Handy, das heißt doppelten Pluspunkt. Ich kann mit meinem Handy-Ladekabel kann ich diese GoPro aufladen. Ist zwar noch ein Kabel dabei, aber das habe ich jetzt nicht gebraucht. Und genau, das Problem ist, was ihr aufpassen müsst, wenn ihr diesen Mechanismus, also diesen Hebel oder diesen Schiebehebel, wie man das sagt, keine Ahnung, wegmacht, dann müsst ihr aufpassen, wenn ihr die mal fürs Wasser hernimmt, müsst ihr unbedingt diesen Hebel oder diese Klappe wieder dran machen, weil sonst fließt hier Wasser rein, ist die GoPro wahrscheinlich im Arsch. Ein Akku war dabei, gut, da werde ich mir noch einen zweiten holen, auf jeden Fall, oder einen dritten. Und wie gesagt, Speicherkarte wird noch kommen. Und sonst, genau, zeige ich euch mal kurz mein Mikrofon, was ich mir gekauft habe. Und zwar ist das einfach nur so ein billiges Zalman, das habe ich von Amazon, das hat glaube ich 8 Euro oder so gekostet, mit so einem passenden, dachte ich, so einem passenden Adapter. Das Problem ist irgendwie, dass der nicht in die GoPro reinpasst, deswegen muss ich jetzt nach einer Alternative schauen, dass ich natürlich auch eine gute Sprachqualität habe beim Aufnehmen. Aber wie gesagt, das zeige ich euch dann in einem anderen Video, wie ich das alles in meinen Helm verbaue, weil das dann halt viel, viel besser ist von der Qualität her. Dann noch kurz dazu, wo ich mir damals diese 50 Euro Action Cam gekauft habe, habe ich mir noch so ein Package geholt oder so einen kleinen, ja, Koffer, sage ich mal,
wo etliches Zubehör drin ist. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Hier, wenn ich jetzt mal aufmache, fliegt mir wahrscheinlich alles entgegen. Hier so ein kleiner Koffer. Hier ist alles Mögliche drin, von Schwimmer, von irgendwelchen Adaptern, von Winkeln und für Wassergehäuse, also komplett alles. Und das Coole an der jetzigen GoPro, also an der 5er, ist, die hat schon ein Case, also die ist ja so schon komplett wasserdicht. Das heißt, man braucht gar nicht mehr diese Hülle hier, was man früher gebraucht hat, sondern die ist einfach so von vornherein schon wasserdicht. Und es ist halt ultra angenehm, dann hat man nicht immer ausbauen, einbauen und so weiter, sondern man hat jetzt halt nur, wenn ich es an den Helm hinbaue, so ein Case, also so ein Käfig, sag ich mal, wo ich die dran mache. Dann schiebe ich die mir hier vorne an den Helm ran und habe halt meine Aufnahmen. Und jetzt kommt, Leute, das ultra geilste, was es überhaupt an dieser GoPro gibt. Und zwar kann man die ganz einfach per WLAN, glaube ich, mit dem Handy verbinden. Und das heißt, wenn ich mir die jetzt vorne in den Helm reingeklemmt habe, kann ich ganz einfach in die GoPro-App gehen. Geht's hier auf Kamera. Dann müsst ihr Ortungsdienste anmachen. Ich weiß nicht warum. Jetzt sucht ihr meine Kamera, also diese GoPro. Gehe hier auf die Mitte. Und jetzt kommt das Highlight. Ihr habt eine direkte Live-Verbindung über die Action-Cam mit eurem Handy. Das heißt, ich schließe einfach an meinen Helm an. Brauche gar nicht mehr schauen, passt es von der Höhe, sondern starte mein Handy, verbinde das Ganze und kann halt dann so noch kleine Sachen anpassen. Und fertig. Hier habt ihr dann den Button zum Aufnehmen. Genau, aufnehmen. Hier drüben könnt ihr in die Galerie gehen, was ihr aufgenommen habt. Hier drüben habt ihr die Einstellungen. Und genau. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen was zeigen, wie ich das alles jetzt gemeint habe. Genau, also wie gesagt, ich habe mir die einfach gekauft wegen den ganzen Vorteilen, damit ich einfach flexibler bin, viel einfacher damit arbeiten kann. Vergesst nicht, ich habe auf meinem anderen Kanal, der ist wie gesagt immer unten verlinkt, einen neuen Mix gemacht mit der GoPro. Also schaut's mal vorbei. Dann wisst ihr, was ich meine, von der Qualität auch her. Jetzt blende ich euch mal kurz noch ein paar Ausschnitte vom Motorradfahren ein, wie ich das jetzt mal so mit der GoPro aufgenommen habe. Wie gesagt, ich habe nichts verändert, ich habe das alles so gelassen. Mit dem Mikrofon muss ich jetzt auch noch schauen, wie ich das mache, weil ich den passenden Adapter brauche, dass der hier reinpasst. Aber wie gesagt, lasst euch überraschen, viel Spaß jetzt mit dem kleinen Clip. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Da wird es wahrscheinlich wieder Richtung Musik gehen, wie ich denn mit dem Pioneer Controller mixe, damit ich für euch mal so ein paar Tutorials mache, dass ihr wisst, wie das alles funktioniert und so weiter. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis dann. Peace. It doesn't really matter, 'cause I feel